Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Emergency 5 Lüdenscheid zusammen mit Pascal. Hallo. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich diese Antwort jetzt schon gemacht habe. Es ist schlimm. Ach so, und es kann sein, dass ich Pascal ab und zu mal eine Unterbrechung nicht höre. Ihr hört ihn zwar, aber ich höre ihn nicht. Das heißt, sorry, wenn ich irgendwie ins Wort fallen sollte. Ja, wir mussten da technisch ein bisschen was heute umstellen, weil Internet und sowas. Aber egal, das ist nicht das Thema der Folge, sondern dass ihr bei Tobi da oben dieses grüne Symbol findet, was sonst die letzten Folgen mal rot war. Und das bedeutet, dass ich, kurzer Switch zu mir rüber, in der Leitstelle mich befinde, die ich euch mal ganz kurz erstmal erläutern möchte, bevor wir denn so wirklich durchstarten hier mit dem Ganzen. Wir haben hier einmal ein Fenster, wo alle Einsätze drin sind. Wo habe ich eine Übersicht über alle Einsätze? Hier kann ich mir den Einsatz, den ich gerade angeklickt habe, während gleich einer reinkommt, kann ich das gleich mal euch zeigen. Sehe ich hier alle Einsatzdetails. Hier habe ich eine Übersicht über alle Fahrzeuge, die es gibt und all ihre Funkstati, also wie die gerade verfügbar sind. Hier habe ich eine Karte, da kann ich sehen, wo welcher Einsatz ist. Da kann gerade sogar ein Einsatz rein, den wir uns gleich mal annehmen. Hier sehe ich einmal eine Logliste, den ganzen Funkmeldestati, also welches Fahrzeug sich welchen Status gesetzt hat. Dann hier sehe ich die Krankenhäuser und welche Auslastung die haben. Hier sehe ich, ob ein Fahrzeug einen Sprechwunsch hat. Und hier sehe ich die Brandmeldeanlagen. Das heißt, wenn hier irgendwas anfängt zu blinken, ne, rot, dann weiß ich, wird wahrscheinlich gleich ein großer Einsatz reinkommen. So, wir haben jetzt hier Einsatz Nummer 1, der ist unbekannt. Die beendeten Einsätze kann ich mal direkt auf Ausblenden stellen. Die nerven immer, wenn die beendeten Einsätze noch immer hier da sind. Da klicke ich einmal drauf. Und da sehen wir jetzt hier Adresse noch unbekannt. Einsatztext ist Rauchentwicklung im Gebäude. So, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier auf hier eins der Symbole gehen, also EEW, HLF, LF, DLK, RTW, NEF, Streifenwagen. Die kann ich dann alle anklicken, dann hier auf Alarmieren klicken. Ich kann auch hier nach einem Fahrzeug suchen und dann Fahrzeug hinzufügen sagen. Ich kann aber auch hier in der Liste einfach Fahrzeuge anklicken, ne, und jetzt zum Einsatz schicken. So, wir sehen hier diesen roten Marker. Und da sehen wir, der befindet sich in der Nähe der Wachen 1 und 11, beziehungsweise auch in der Nähe der Wache 12. Wir haben Rauchentwicklung im Gebäude. Die 11 und die 12 sind beides freiwillige Feuerwehren und die 1 ist eine Berufsfeuerwehr. Das heißt, in diesem Fall würde ich jetzt einfach mal die freiwillige Feuerwehr 12 alarmieren. So, dann machen wir den ganzen Löschzug mit PKW, der zählt als ELW, HLF, LF und DLK. Dann klicke ich auf Alarmieren. Achtung! Einsatz für 12 PKW 1, 12 HLF 20 1, 12 LF 10 1, 12 DLK 23 1. Und dann sollte Tobi die Einsätze, also die ganzen Fahrzeuge jetzt auch annehmen können und platzieren können. Habt ihr ja gerade gehört, die Fahrzeuge. Also ich höre sie nicht, ob sie noch immer die Ansage läuft oder nicht. Es kann sein, dass ich da den Ansagen ein bisschen reinquatsche. Ach, wieso habe ich denn jetzt Einzelplatzierung? Wie kann ich das umschalten? Das kannst du in Einstellungen irgendwo umschalten. Unter den Lüdenscheid-Einstellungen. Ja. Jetzt muss Tobi gerade jedes Fahrzeug einzeln platzieren. Wenn man das aber einstellt auf Gruppenplatzierung oder irgendwie sowas, dann kann man auch alle Fahrzeuge gleichzeitig alarmieren. Und besonders ist halt eben hier, man hat dieses Alarmierungsmenü nicht und kann die Fahrzeuge nicht selber auswählen, sondern die Leitstelle muss die ganzen Fahrzeuge in dem Verein auswählen und man muss mit der Leitstelle kommunizieren, weil ich sehe nicht, was bei Tobi der Einsatz ist. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Und wenn Tobi meint, ja, ich brauche mehr Fahrzeuge oder ich brauche noch das, dann muss er mir das halt einfach alles sagen und dann muss ich ihm mit eben das schicken, je nachdem, wie ich es für richtig halte und was verfügbar ist. Genau, also zur Rückmeldung, es ist keine Brauchentwicklung oder so. Wir haben ein Mehrfamilienhaus im Brand. Dahinter ist ein Park, also es sind mehrere Mehrfamilienhäuser. Dahinter ist ein Park mit Spielplatz. Die ganzen Hecken fangen gerade an zu brennen, außerdem ein Baum. Und außerdem ist auch noch die Gefahr, dass andere Mehrfamilienhäuser jetzt auch noch anfangen zu brennen. Möchtest du einen zweiten Löschzug haben? Einen zweiten ganzen Löschzug brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber zumindest ein HLF von der Wache 1, das wäre ganz nett. Ein HLF oder ein LF, ist mir egal. Ich schicke dir die beiden HLFs der Wache 11. Die ist ja auch bei der Wache 1 mit dabei. Ja, das ist ja noch eine Freiwillige, die brauchen wir eh nochmal ewig. Achtung. Ich wollte eigentlich was mit der Berufsfeuerwehr, damit es ein bisschen schneller da ist. 20-2, nee, schnell gibt's hier nie. So, und übrigens, ihr seht jetzt nicht mehr, was ich in der Leitstelle mache, schon die ganze Zeit über, sondern ihr dürft jetzt euch genauso überraschen lassen wie Tobi, was für Einsätze kommen. Nur damit ihr einmal wisst, was ich denn überhaupt alles mache. Deswegen habe ich euch das gerade mal gezeigt. Ach so, und übrigens, ich kann jetzt auch Pause stellen, ich kann ein bisschen beschleunigen und
Ja, weil ich halt nicht mehr im Multiplayer spiele, sondern ich bin jetzt halt sozusagen im Singleplayer und Pascal ist über die Leitstelle darüber verbunden. Aber ich Achtung, muss auf Play Einsatz spielen, ja. für 1 Richtig, deswegen ist das ganz MES1 normales 1 Singleplayer-Game. RTW1 Nur wenn noch Kreislaufkollaps. jemand im Spiel drin wäre, dann wäre es ein Multiplayer-Game wieder. Also das kann man auch mit Multiplayer machen und Ja. es können auch weitere Leute in die Leitstelle reingehen. Das heißt, es können dann auch 3 oder 4 Leute in der Leitstelle sein und du kannst auch einen Multiplayer haben mit 8 Leuten drin. Das geht alles natürlich. Da kannst du natürlich einen richtig. Multiplayer mit 4, aber ja. Ja. Kann man nur 4 Leute machen? Multiplayer? Bei Emergency? Ja. Okay. Schade. Anderweitig, das wäre auch ein bisschen zu viel, glaube ich dann. Ja, dann trotzdem mit 4 Leuten in-game und unendlich Leuten in der Leitstelle theoretisch. Also kannst dann auch machen wie in der Realität so. Da hast du auch nicht nur eine Person an der Leitstelle sitzen. Okay, Freiwillige Feuerwehr Nummer 14? Nee, ist es 13 oder? Ach, keine Ahnung. Ist beim Einsatz angekommen. Die K wird in Position gestellt. Hydranten sind vorhanden. Ja. Und welche Fahrzeuge vor Ort sind und so, das sehe ich ja auch alles. Da ich, dass ich hier meine Funkmeldestatusübersicht habe, zum Beispiel bei der Feuerwache 12, sind dann alle Fahrzeuge auf Status 4 rüber gewechselt, also für am Einsatzort angekommen. Deswegen, da kann ich auch den gesamten Überblick behalten, ne? Achtung, Einsatz für 9 RTW2, gebrochenes Bein. Genau, die Einsätze, die tauchen auch erst auf, wenn da sozusagen das erste Fahrzeug vorhanden ist. Dadurch ist das auch ganz praktisch. Ich glaube, ich tue mal noch. Ja, ist ein hier in Angriff. Kümmere dich mal bitte erstmal hier hinten drin, dass sich das Feuer nicht noch weiter ausbreitet. Weil irgendwie habe ich keine Lust drauf, dass es noch weiter ausbreitet und ich mich dann noch mehr drum kümmern kann. Aber ich glaube, die bekommen das auch hin. Ach komm. Setzen wir noch einen zweiten Verteiler. Ach so, Sicher, die sicher. Freiwillige Feuerwehr, die kann auch wieder abrücken. Die 11, na dann schickst du wieder Ja. zurück. Das Zurückschicken, das darfst du im In-Game immer noch machen. Ich habe ja nur, also ich persönlich als Leitstelle habe ja nur die Gewalt über alles andere. Also ich kann sogar sagen, den Rettungswagen, in welches Krankenhaus die fahren, weil wenn Tobi dann einen Rettungswagen hat, der jemanden abtransportieren möchte, Aber dann dann gibt es gucken. immer erstmal einen Sprechwunsch bei mir und der Rettungswagen fragt mich dann, in welches Krankenhaus er fahren muss zum Beispiel. Oder wenn ich möchte, kann ich auch über den Einsatz generieren Knopf, den ich da oben habe, kann ich auch immer weiter Einsätze generieren und Tobi kann nichts dagegen machen, außer Einsatzstopp einlegen. Außer das, ja gut. Okay, die fahren nach Hause. Dann können die auch gehen. Können die auch gehen. Okay, die Rauchentwicklung hieß das, glaube ich. Die ist Ist durch. abgeschlossen. Einsatzkräfte rücken ein. Da ich die beendeten Einsätze immer eingestellt habe, dass die ausgeblendet werden, ist der Einsatz bei mir auch verschwunden in der Einsatzliste und ich sehe den nicht mehr. Ah, so. Jetzt müssen wir mal ganz kurz zur Leitstelle drüber switchen, denn jetzt kam gerade ein Sprechwunsch herein. Und zwar erbittet der Lüdenscheid 1 RTW1 die Anmeldung in einem Krankenhaus mit internistischer Notaufnahme. Und dann schauen wir mal hier. Wir haben das Sportklinikum Hellersen, das hat ein internistisches Bett. Und das Klinikum Lüdenscheid hat 8 Betten. Und die externen beiden Krankenhäuser, also Klinikum Dortmund und Klinikum Linzing, die haben jeweils von allen 10 Betten. Ne? Das heißt, ich mache einmal Rechtsklick drauf, Krankenhaus zuweisen und sage dann Sportklinikum Hellersen, das ist nämlich das hier. Und Lüdenscheid ist das hier. Und dann kann ich jetzt Tobi sagen, dass er den RTW losschicken darf. Erwarte Befehle. Hallo? Darfst den RTW losfahren lassen. Danke. Jawohl. Kam gerade nicht an bei ihm. Ja, weißt du, die wichtigsten Worte, das Einzige, was ich hören musste, das kam nicht an. Ja, wir bitten das Internet zu entschuldigen. Ja, wir können da nichts dafür. Kein Problem. Kreislaufkollaps und gebrochenes Bein schicke ich nach Hause. Also der sendet sozusagen automatisch diesen Sprechwunsch, ich muss da nicht noch irgendwas machen. Ja, naja, indem er sagt, dass sie losfahren sollen, wird dein Sprechwunsch zu mir geschickt. Genau. Und wenn ich den Sprechwunsch bearbeitet habe, dann muss Tobi nochmal sagen, losfahren und dann fahren die auch ins Krankenhaus. Jo. Aber dabei muss man aufpassen, So, weil darfst fahren mit dem zweiten neuen RTW2. manchmal bekommt man die Meldung schon oben links, diese grüne.
Und der in der Leitstelle, der hat das aber erst angenommen, der hat das noch nicht zugewiesen. Deswegen muss man da Richtig. immer ein bisschen Diese mit dem Meldung Kollegen da oben arbeiten. mit bitte sprechen, die Problem. kommt immer dann, wenn ich den Sprechwunsch annehme oder nicht, wenn ich ein Krankenhaus zugewiesen habe. Jetzt kam zum Beispiel gerade erst die Meldung, ich habe den schon Ja, weil ich jetzt runtergeschickt. gerade auf den Sprechwunsch draufgeklickt habe, weil ich war schon im Einsatz drin, als der Sprechwunsch kam, deswegen habe ich nicht auf den Sprechwunsch draufgeklickt. Naja. Deswegen. Aber das muss ich mir auch angewöhnen, dass ich direkt auf den Sprechwunsch draufklicke und den dann bearbeite und nicht einfach nur so zum Einsatz hin switche. So, und da kam auch ein Zufallseinsatz rein. Und da muss ich jetzt mal schauen, was ich da hin alarmiere. Oh. Je nachdem, wo welche Fahrzeuge verfügbar sind. So, dann nehmen wir noch. Person hinter Tür? Kann das sein? Wie kommst du denn darauf? Ich habe das Symbol so ein Gebäude mit Schloss, aber halt kein Brand. Ach so, das hast du bekommen. Das wird dir ja gleich zeigen, was du, wenn Einsatz hintersteckt. Türöffnung. Achtung, Einsatz für 1RW1, Unglaublich, hätte das Alex ahnen können. 201, Hatten wir aber noch nicht. 6RTW1, TH1, Nee. Türöffnung. TH1, Türöffnung. Ach so, ich dachte, das wäre ein Fahrzeug. Das Witzigste an der ganzen Sache ist, dass diese automatische Stimme einige Sachen nicht richtig vorliest und dann einfach anfängt, Einsätze zu buchstabieren. Das gibt es auch bei einigen Einsätzen. Also bitte Naja, nicht ich kann auch wundern, wenn das erklären, mal warum das so passieren ist. sollte. Und zwar hat diese Stimme hat sozusagen eine Auswahl an Wörtern und dann schaut sie sozusagen, ist dieses Wort in meiner Bibliothek vorhanden? Achtung, Und wenn Einsatz nicht, für 9NEF1, dann 9RTW1, Fehler. Fehler. Dann sagt sie entweder Fehler oder sie buchstabiert es halt einfach, weil die einzelnen Buchstaben, die sind auch in dieser Bibliothek. Und da sagt sie halt einfach GEBAÄUDE. Ich muss buchstabieren können, ey. Schlimm ist das. Mit was mache ich eigentlich dieses Gebäude auf? Schusswaffe? Axt. Deswegen hast du einen Rüstwagen bekommen. Ah, okay. Dafür gibt es den Rüstwagen. Weil ich dafür ja kein HLF verschwenden muss für den Einsatz. Aber der Rüstwagen fährt noch. Apropos, ich könnte die Einsatzstufe mal von 0 auf 1 erhöhen. Vielleicht kommt da mal ein bisschen mehr. Kam es gerade ein Einsatz rein? Schön, dass der RTW da ist. Bringt mir absolut gar nichts. Achtung, Einsatz für 1NEF1, 1RTW2, So, jetzt hast du einen Rüstwagen bekommen. Haben wir es auch noch ein wichtiger Tipp für, wenn ihr mit Lightshell spielt, ist, für die Fehler. Ingame-Spieler, die Fahrzeuge, wenn die gerade anfahren, nicht vorher Wird abfangen. erledigt. Lasst die erst den Platz fahren, den ihr zugewiesen habt, weil sonst bekommt die Person an der Leitstelle nicht den Status 4 zugewiesen. Weil der Status 4, den erhält das Fahrzeug erst, also für am Einsatzort angekommen, erhält das Fahrzeug erst, wenn es an der Position angekommen ist, zu der es alarmiert wurde. Deswegen, das ist sonst für die Leitstellenspieler verwirrend, wenn ihr die Fahrzeuge vorher abfangt und sie somit für immer im Status 3 festhängen. So, Tür wurde geöffnet mit Axt. Erwartet Patient wird ist erledigt. verletzt Wird gemacht. draußen. Wird vom RTW versorgt. Tür wird verschlossen. Jawohl. No, ist doch super. Nahrungsmittelvergiftung wird versorgt. Ansonsten habe ich aktuell nichts. Achtung, Einsatz für 2NEF1, 2RTW1, 2HLF201. Unfall auf Baustelle. Lage unklar. Unfall auf Baustelle ist bestätigt, 2 Verletzte. Ansonsten nichts. 12? Zwei. Ach so. Ich habe gerade schon innerlich 12 Verletzte, Schnappatmung. Ich habe gerade schon sonst innerliche nix. Schnappatmung bekommen. Achtung, Zwölf Einsatz Verletzte, für ey. zwei Ich dachte gerade schon, ich darf RTW2. jetzt ein Band Unfall erstmal auf ausrufen. Baustelle. Lage unklar. Dann kriegst du Jawohl. einen zweiten RTW und eine HLF kannst du nach Eieiei. Hause schicken. Ne? Eine HLF Aber habe ich nicht nur auf der Fahrt. geholt, weil, keine Ahnung, was weiß ich denn. Lage unklar, so bringe ich ein HLF mit. Wird gemacht. Man weiß ja nie. Rettungsdienst ist angekommen, HLF wird Kein Problem. rückalarmiert, Türöffnung fährt nach Hause, der Patient wird eingeladen, Nahrungsmittelvergiftung wird eingeladen und niedriger Blutdruck braucht noch Notarzt. In Ordnung. Der steigt gerade nochmal mit ein. Schuh. Der neue RTW1 kann fahren. Wenn der TW1 Höre sofort. fährt. Was geht's? Kein Problem. Der 6 RTW1 kann fahren.
Wert. Türöffnung abgeschlossen. Was geht's? Ist in Arbeit. Der 1 RT2 kann fahren. Verstanden. Wie am Schnürchen läuft das hier, ne? Ihr merkt schon. Jetzt hätten wir das schon ein paar Mal gemacht. In unserer Freizeit. Ja, ganz komische Sache. Der 2 RT2 kann fahren. Wert. Achtung, Einsatz für 1HLF 201, 1RTW3, 1NEF1, PKW, in, Vollbrand, Person, eingeschlossen. Okay, also tatsächlich habe ich den nur das genau zum richtigen RTW, beziehungsweise genau zum richtigen Patienten geschickt. Und der andere Patient braucht halt keinen NEF. RTW? Hab ich RTW gesagt? NEF meine ich. Also den Notarzt. Bitte einmal auf eine größere Schadenslage einstellen. Ja, ich sehe schon, dass hier ein Gangster rumschießt. Achtung, Einsatz für Marta. Ach du Scheiße, Alter, was ist das denn für alles? Marta 61-2, Alex 50-1, Alex 50-2, Marta 72-1, Marta 72-2, Marta 73-1, Hummel 1, Alex 20-1, ein brennendes Auto. Alex 20-3, Alex 20-5, Alex 20-4, Amok. Junge, was will ich mit den ganzen... Ah... Was will Achtung, ich mit den ganzen... Einsatz für 1GRTW1, 2KTW2, der 2RTW2 oder 2RTW1 kann fahren. 5G Wesan 1, Amokläufer. Okay. Ah, das brennende Auto gibt's ja auch noch. Achtung, Einsatz für 9NEF1, 9RTW2, Fehler. Fehler. Achtung, Einsatz für 1HLF202, Amokläufer. Ja, läuft jetzt hin und wieder mal jemand hier Amok, ne? Mhm. Aber dafür bin ich ja geschult, im Sinne von alles in Polizei alarmieren, was es gibt. Bin bereit. So ein Schrott. So, bitte Licht an. Okay. Hab ich schon irgendein SEK? Ist alarmiert. Na, hab ich das schon, ist die Frage. Hier? Negativ. Ja. Nur der Helikopter. Nur der Polizeihelikopter ist da. Ansonsten... Nee. Ah, das kommt da, okay. Sondern nicht da. Ja, okay, der flieht ja nicht. Da kann ich dann... Der schießt noch weiter Leute. Ah, jetzt kommt ein ganz toller Einsatz rein. Ein richtig toller Einsatz. Der ist so toll, den mag jeder. Lass mich raten, Krankentransport? Was heißt hm? Das heißt Achtung, Einsatz für 9KTW1 KT Krankentransport. Bin bereit. Ein schöner Krankentransport heißt das. Leute, jetzt mach doch mal hin. Alles klar. Er schießt einfach aufs Polizeiauto. Das Schwein. Das Polizeiauto halt weg. Ach übrigens, sowas wie Abschlepper und Stadtreinigung, Bestatter und sowas muss übrigens auch alles über die Leitstelle gerufen werden. Das heißt, da muss Tobi noch Bescheid geben, wie viel er haben möchte. Shit, ich hab Martha aus Versehen zurückalarmiert. Den Helikopter, oder? Ah, nee. Nein, das SEK. Schieß den einfach bitte. Achtung, Einsatz für Martha 61-2, Amokläufer. Danke, ist erledigt. Läuft doch. Übrigens. Auch vielen Dank für die ganze Polizei, die ich jetzt alles... Deswegen Krankentransport noch nicht angenommen. Nein, Pause. Das machen bitte. Ihr macht das. Sehr gut. Du ritzt das ab. Du steckst schon mal aus. Amokläufer, was ist das? Keine Ahnung. Ich muss auf Play drücken. In Ordnung. Was weiß ich. Ach, das ist Martha. So, ihr fahrt bitte nach Hause. Wir brauchen Platz. Ich sehe gerade, wie einfach so eine Schar an Fahrzeugen auf FMS 1 wechselt. Junge, in des, mit dem HLF, das du geholt hast, sind nur 2 Feuerwehrleute. Ich brauche definitiv mehr HLF. Du Schere.
Aufschneiden. Also in der Nähe habe ich nur noch Freiwilliges. Weil das ist an der BF1 und da war noch dieses eine HLF noch drin. Achtung, aber das HLF2 ist immer das Blöde von zwei Leuten, stimmt. LHLF201, Amokläufer. Wir brauchen sehr dringend jetzt hier einen Verteiler. Das macht ihr bitte als erstes. Ihr kümmert euch um den und den. Bin bereit. Okay. Ja, ist in Arbeit. Was gibt's? Höre. Danke übrigens für die KTWs. Wird erledigt. Achso, habe ich auch KTWs geholt? Lol. So, Zelt. So, Nahrungsmittelvergiftung. Ja. Aufsammeln. PKW. Bin bereit. Versorgen. Ist in Arbeit. Achso, und noch mit einem Abschlepper beim PKW-Brand. Du? Ja. Nach Hause. Bin dabei. Mit dem Amokläufer, willst du da auch einen Abschlepper oder sowas haben? Ja, da brauche ich auch einen Abschlepper. Höre, sofort. Du fährst bitte endlich mal nach Hause. Warum kommen jetzt die Sprechwünsche vom 2RTW? Egal. Was geht's? Du nimmst dir bitte das Ding und versorgst den da. Warum kann ich den Notarzt nicht in das Mannzelt packen? Ich brauche unbedingt einen Notarzt bitte beim Amokläufer. Der Herr will Notärzte. Und halt ein, zwei RTW wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Okay, der wird versorgt. Ich kann dir externe Notärzte schicken. Auf der Map gibt es natürlich keine Notärzte mehr. Einsatz für LNA Remscheid, Solingen 1 NEF1. Remscheid 1 NEF1. Ja. Amokläufer. Was gibt's? Was gibt's? So, kann ich euch noch sagen, ihr sollt hier jemanden versorgen? Ja, euch kann ich zum Beispiel das da sagen. Du konzentriere dich ein bisschen mehr darauf. Da habe ich den Gruppenführer nicht gerade auch gesagt, er soll eine Person nehmen hier. Achso, der sagt jemanden, dass er eine Person nehmen soll. Wow. So. Verstanden. Ihr aussteigen. Wird gemacht. Ihr nehmt die. Erwartete Shit, Befehle. Der muss versorgt werden. Shit, der muss versorgt werden. Was gibt's? So, ihr habt das Zeug. Dann. Habt ihr irgendwo hier einen Hydranten? Nein. Schlecht. Ach so, weil ich den auswählen muss, deshalb gibt es auch keine. Hm. Jawohl. Ja, okay. Passiert. So, ihr steigt bitte aus. Höre. Feuerwehrmann. Den bitte einsammeln. So, externe NEF, da. Rein mit dir. Also, apropos, ich könnte den eigentlich mal zum Versorgen nehmen. Ah, nehmen wir den noch. Wird erledigt. Am weitesten weg. Ja. Höre. Rein da. So, genau. Ihr kümmert euch jetzt darum, dass hier gelöscht wird, ne? Drei Mann im Angriff, das passt. Krankentransport. Ja. Jawohl. Wird raus. Nahrungsmittelvergiftung. Buggy. Ja, wem wundert es auch, dass dann hier die NES fehlen? So, steigt ein. Hat Sprechwunsch. Heißt, er braucht kein NEF. So, der guckt. Hier. Einmal einsammeln, bitte. Zu Befehl. Nee, das wollte ich jetzt nicht wissen hier, Amokläufer. Genau. So, ihr löscht das. Sehr gut. Hier, die werden versorgt. Okay. Was gibt's? Wird gemacht. Leute, rausholen. Scheiße, mein GRTW brennt. Wie auch immer das passiert ist. Ich habe mich kein Wunder, warum der GRTW auf FMS 6 gewechselt hat. Das erklärt's aber. Bin bereit. Was gibt's? Kommst du der Feuerwehr so zurecht aktuell oder willst du noch was haben? Feuerwehr ist okay. Okay. Ich müsste hier nur ganz kurz einen Hydranten finden. Wo ist die Notarzttasche? Ach, guck mal, ein LNA. Okay, dann kann ich auch gleich mal den Notarzt-Dingsbums machen. Guck
Guck mal, dann gucken wir uns gleich mal an. Ah ne, jetzt habe ich hier den Element da hingesetzt, ne? Den Element brauche ich noch. So, du holst das. Guck mal, hier ist noch ein Martha. Ich brauche einen Rettungshelikopter. Einen habe ich ja. Achtung, Einsatz für SAR 41. Die anderen dementsprechend auch nochmal einen Streifenwagen. Eine Streifenbürste haben. Ja, für den Landeplatz brauche ich den. Achtung, hier gibt es so einen Funkstreifwagen aus der Bundespolizei, einfach weil die direkt in die Ecke ist. Wow. Thank you. Ja. So, noch mehr Rettungshelikopter kann ich aber nicht bieten, weil die anderen drei, also die drei Christophs, die schlafen. Ne? Nur der von der Bundeswehr, der Rettungshelikopter, der ist verfügbar. Der 9 RTW2 kann der fahren? Der 9 RTW2? Bei Watten. Und bei Unfall auf Baustelle, die stehen. Ach, bei der Nahrungsmittelvergiftung, der hat noch keinen Sprechwunsch erhalten bei mir. Okay, interessant. Da, ach doch, hat er. Okay. Ich habe auch keine Meldung dafür bekommen. Okay. Nee, der darf fahren jetzt. Ja, wird erledigt. Was geht's? Jawohl. Gut. Was geht's? Alles klar. Den einsammeln. Ja, beim Unfall auf Baustelle lage unklar, ist noch ein NEF stehen. Ja, ich weiß. Und der will auch nicht mehr weg. Ah, nett. Deshalb habe ich gerade nochmal probiert. Warte mal. Was gibt's? Bitte schön. Was? Ich habe ja, brauche dann. Nein! Ich brauche aber noch ein NEF. Beim Unfall auf Baustelle? Ja, als Begleitung. Ja, allerdings habe ich gerade dem RTW nochmal gesagt, aussteigen. Und ja. Dann ist der ausgestiegen. Kein Problem. Und. Ja. Achtung, Einsatz. Okay, weil alle RTWs haben bei mir schon FMS7 und sind weg. Baustelle, im Einsatz. Lage unklar. Was macht der GRTW? Brennt. Brennt doch immer. Nee, nicht mehr, aber. Also, was für Abschlepper willst du noch haben? Beim Armokläufer? Ich 2. Also, ich habe einen schon, also daher. Also, einen willst du noch, gut. Aber die Mindestanzahl an Patienten, die haben Achtung, wir jetzt geschafft. Einsatz für 1 RTW1, 1 RTW2, das heißt, 1 KTW1. Ja, sprich, es müssen 5 Patienten sein, ehe der LNA tätig werden kann. Amokläufer. Eigentlich müsste der ja jetzt hier sagen können. Oder darf der keine Tasche in der Hand haben vielleicht? Okay, Leute, es brauchen echt viele. Kein Problem. RTH. Erwarte Befehle in Arbeit. Ich habe immer noch nur diesen einen. So, der RTH hat einen Sprechwunsch. Bin bereit. Traumazentrum. SAR 41 kann fliegen. Braun kann man dem Fall ja nicht sagen. Was gibt's? Okay. Hebt ab. Bin bereit. Verstanden. Zelt wird abgebaut. Ja. Achtung, Einsatz für SAR. Also, du kriegst einen SAR 41 jetzt direkt wieder von mir. Okay. Bin bereit. So, warte, haben wir jetzt schon. Hier, da ist ein Notarzt drin. Ja. Der 2KTW2 möchte ins Traumazentrum mit Durchschuss rum. Was gibt's? 2KTW2 kann fahren. Neben RTH sonst noch welche Bedürfnisse für einen Amoklauf? Verstanden. Notärzte. Notärzte. Also, solange ich das halt nicht hinbekomme mit dem. Ach, zu wem gehört der jetzt? Irgend so eine ungefähr Anzahl an Notärzten, die du haben willst. Höre. Na, warte mal, ich habe jetzt hier noch den leitenden Notarzt. Ich habe jetzt hier noch zwei. Das eine ist wahrscheinlich der vom GRTW, oh, ja. Ich habe 3 Christophs zur Verfügung bekommen. Wie viele willst du haben? Was gibt's? Also aktuell brauche ich erstmal einen. Also einen habe ich gerade noch bestätigt mit Notarztbegleitung. Gut, jetzt sind die Christophs gerade eh wieder weg. Bin bereit. So, wie viele NEFs willst du jetzt haben? Kannst du den GRTW eigentlich zurücksetzen? Was geht's? Oh lol, die Taste ist bei dem, beim Kommandowagen LNA.
Ah, okay. Also würde ich jetzt mal tippen, dass das so GRT-Wert Status 2 bei mir gerade. Willst du den haben? ja. Also der sollte halt eigentlich ohne Leute kommen. Oder was ist das hier? RTW? Es ist auch gut, dass der Amokläufer mit einem Rettungshelikopter von der Bundeswehr transportiert wird. Achtung, Einsatz für SNS-2, Sicher, sicher. 24NEF1, 9NEF1, Wir brauchen die drei Christoph jetzt Amokläufer. plötzlich kurz da waren und jetzt wieder weg waren. Warte Wenn sie mal, nochmal wenn ich kommen, das dann jetzt schicke ich Amokläufer dir bin. einen. Oder wie viele Christophs brauchst du jetzt aktuell noch? Kein. Achtung, Einsatz für 1GRTW1, Amokläufer. Eins Jetzt kam RTW3 was. kann fahren. Jawohl. Vom PKW in Vollbrand. Bin bereit. Erwarte Befehl. In Ordnung. So. Jetzt kannst du einen GRTW fahren. Meine Damen und Herren. Ich habe ihn geholt. Mal gucken, ob er auch mit Personal ankommt, weil dann hätte ich das Personal dupliziert. Das dupliziert. Wird Nicht gemacht. duplikiert. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Duplizieren. Wird gemacht. So, der Bin bereit. 2KTW1 Verstanden. möchte in ein Traumazentrum Irre. und kann fahren. Wird erledigt, ja. 2KTW1 kann fahren. So. Hätten wir das an der Stelle. Bin bereit. Das können wir Sofort. entfernen. Der Der nach 2KTW1 Hause. fährt noch nicht. Ja. Wird gemacht. Nein. Jetzt fährt er aber. Bin bereit. Was gibt's? Wird gemacht. Bin bereit. Sofort. So, 1RTW2 Traumazentrum. 1RTW was? 1RTW2 kann fahren. 1RTW2 wahrscheinlich, 1RTW1 ja. auch Traumazentrum. 1RTW1 kann ebenso fahren. Sind die alleine losgefahren? Nee. Okay, hä? Lol. 1RTW1 und 1RTW2. Bin bereit. Sofort. 1RTW1 ist weg und 1RTW2 jetzt auch. Gut. Verstanden. Was geht's? Und die NEFs fahren alle mit. Jetzt ist nur noch der GATW vor Ort. Sind auf Anfahrt. Ich bin gespannt, ob der nochmal ankommt. Er fährt. Also auf der Map sehe ich ihn sich bewegen. Richtung Einsatz. Der ist auf halber Strecke. Brauchst du ihn überhaupt noch? Nee. Aber das Personal steht noch rum. Achso, das müsst ihr aufsammeln, das Personal von dem. Falls es Nö, sich ist nicht neues dupliziert. Personal drin. Ah, nett. Nett, nett. Aber ich sag mal, der hat 6 Plätze für Notärzte und Sanität und alles. Da kann ich einfach alle reinschauen. Kannst Ach, du da schade, doch mitnehmen. nicht. Schade, schade, Ja. schade. Der 2NEF1 ist immer noch beim Unfall auf Baustelle jetzt, ne? Was? Der Unfall auf Baustelle ist immer noch der NEF vor Ort. So, jetzt schon wieder der NEF vor Ort. Okay, leider kann ich nur den Notarzt noch mit reintun. Jawohl. Die beiden Leute hier sind leider lost. Unfall auf Baustelle. Bin bereit. Kann ich den jetzt Jawohl. rückalarmieren? Nee. Ja. Der 2RTW1, hast du da schon Sprechwunsch bearbeitet? Ja, die RTW sind alle beim FMS7. Von dem In Einsatz. Ordnung. Okay, bei mir steht er nämlich noch am Einsatzort rum. Aber sie haben auch so, der 2HLF 201 ist auch FMS7. So, jetzt haben wir nochmal einen neuen Sprechwunsch bekommen. Ich hab ihn gerade Traumazentrum. manuell auf FMS4 gesetzt. Ja, Das kann man 2RTW1 kann fahren. entweder mit dem Numpad machen oder hier einfach mit dem Funkgerät. Okay. Naja, jetzt funktioniert. Ah, nice. Okay, da war der FMS noch verpackt. Für die Baustelle, dass der 2HLF 201 auch FMS 7 hat. Weißt du, ob ein HLF im FMS 7 besucht. So, jetzt ist der Amoklauf abgeschlossen. Jetzt ist nur noch der Unfall auf Baustelle. Bei dem sie jetzt nach Hause fahren. Mit anderen Worten, wir sind fertig für heute. Wir haben Schichtende. Yay, 13.000 Punkte. Ach, übrigens, jetzt sind die Aufsteigen. Christoph verfügbar. Ja, super. Ja. Und wir haben 2 Personal mehr. Das finde ich, also 3 Personal insgesamt eigentlich. Ja. Man kann neue zugewinnen, ne? Ja, kann man machen. Und ich würde sagen, ansonsten haben wir jetzt eine Stunde aufgenommen und ich würde mich an der Stelle auch verabschieden. Düdel. Jetzt ist er 2RTW1 auf FMS3. Achso, lol, weil ich gerade Sample benutzt habe.
Hört sich gleich korrigieren. Die hab ich schon gewundert. Oh, nochmal 900 und 800 Punkte. Jetzt ist er FMS 8. Jetzt ist er weg. Gut. Alle Einsätze abgeschlossen. Sehr schön. Yay. Und Schichtende. Das nehmen wir nicht mehr mit. Jo. Das war's mit dieser Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.